Mein Bro, der Weihnachtsmann, brachte mir etwas per Expresslieferung. Schutzmaßnahmen gegen die Vergeilung der kleinen Jungpflanzen. Da sind in den letzten Tagen einige dazugekommen. Die Paprikas und Auberginen wachsen wunderbar heran. Einige größer, andere kleiner. Leider haben es aber nicht alle geschafft. Hier seht ihr noch die keimenden Tomaten. Da waren sie noch überschaubar bis zur letzten Woche, als ein ganzer Tomatenwald entstand. Und dieses dichte Gebüsch gehört nun vereinzelt. Dafür erstmal hole ich mir die Untersetzerplatten, damit ich die Pflanzen auch von unten gießen kann. Sehr zu empfehlen, damit die Wurzeln nach unten ziehen und die Pflanzen kräftiger werden. Sollen ja nicht so verwöhnt werden. Natürlich brauche ich auch hier wieder Töpfe und auch die eigene Komposterde, die in die Töpfe kommt. Welch kleine Schönheiten, die gerade das zweite Blattpaar ausbilden und einen Stamm, der kräftig genug ist für das Pikieren. Wer von euch nutzt einen Pikierstab? Oder macht es ihr wie ich und macht eure Finger gerne schmutzig? Na gut, ich habe auch keine fetten Pranken wie mein Vater oder mein Gartenlehrer. 2 Meter großer Mann. So, dann geht es los mit dem Beziehen der Eigenheime für die Pflänzchen. Auf 3 Platten mit 120 Töpfen habe ich jetzt gerade mal 8 Tomatensorten pikiert. Die kommen jetzt erstmal an die Südseite ins Wohnzimmer. Da werden sie jetzt dann genug Licht haben, Ende Februar, Anfang März. Und da kommen jetzt noch 12 weitere Sorten, die voraussichtlich auf so gut 300, 400, 500 Töpfe noch zusätzlich warten. Eine solche Anzahl von Pflanzen ist doch üblich. Oder nicht? So, vom Hause raus gibt es noch draußen im Garten einiges zum Tun. Im Tunnel wächst Grünkohl, Salat und eine Petersilie im Mulchbett. Ein Festmahl für die Millionen kleinen Lebewesen, die ich vor dem Hunger rette. Das hat doch ein Bundesverdienstkreuz verdient, oder nicht? Den ich dann mit Ehren als Staubfänger halten werde. Die ersten frühlinghaften Schritte gefallen den Radieschen im Hochbeet sehr. Und nicht nur denen, sondern auch den Bakterien in dem Eimer, den mein Vater einfach stehen ließ. Schöner Dünger. Und der kommende Mitarbeiter des Monats meldet sich auch schon zum Dienst. Zum Glück haben die keine Ahnung von Wirtschaft und Lohnverhandlungen, sonst wäre das sehr teuer. Jetzt ist auch Zeit, die Zwiebeln zu stecken. Stuttgarter Riesen und rote Zwiebeln, von denen ich die Sorte nicht weiß. Waren noch etwas größere Knollen, die meine Mom kaufte. Hab dann noch selber kleinere gekauft. Die meisten kommen bei mir in den Tunnel und zusätzlich als Mischkultur zu den Radieschen und Möhren. Schau, dass die auch schön reingesteckt werden. Wurzelansatz nach unten. So bekommst du dann schöne gerade Frühlingszwiebeln unter anderem.
Wenn du sie andersrum oder liegend reinsteckst, dann bildet sich so ein charmanter Bogen, der aber auch nicht schlimm ist. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass einige Beete noch Power brauchen. Kraft! Und da kann abgelagerter Pferdemist sehr gut helfen. Darauf achten, was die Pferde essen und ob sie mit Medikamenten oder kürzlich erst mit Entwurmungsmitteln behandelt worden sind. Also im Allgemeinen sich einfach fragen, wie wurden denn die Pferde gehalten? Je natürlicher, desto besser für deinen Garten. Im Frühjahr werfe ich den Mist grob über die Beete, der Zeitpunkt einfach aus dem Grund, um halt hier eine Ausschwemmung über den Winter zu vermeiden. So, wobei auch hier meine Beete sehr viel holziges Material, meine Beete gut gemulcht sind oder auch hier über den Winter schaue ich, dass sie auch bepflanzt sind. Zum Beispiel mit Grünkohl, Feldsalat oder ich lasse einfach mal das Gras wachsen. Küchenreste kommen auch direkt zu den Bäumen. Die Orangenschalen von Kleinbauern aus Spanien schmecken richtig geil. Aber beim Mulchen solltest du auch bedenken, dass die Schalen etwas länger brauchen. Und zum Schluss noch kleinere Reparaturarbeiten am Folientunnel. An der Tür sind an den Stabilisierungsstangen die Nähte durch den Wind aufgesprungen. Viel Druck wurde halt hier ausgeübt. Das Problem haben wir schnell in den Griff bekommen mit den Klemmen, wo wir halt hier die aufgesprungenen Stangen wieder fixieren. Die mussten wir aber auch nachbestellen. Zwei Videos, die du dir unbedingt anschauen solltest, sofern du es nicht getan hast. Und ein kostenloses Abo kannst du auch da lassen.